Moin Moin, da sind wir wieder. Ja, wir haben Trilo hat aufgeholt. Wir haben so ein bisschen offscreen seine Questreihe mal weitergemacht. Und nun sind wir zu den Hauptquests gelangt. So, ja, bei den Hauptquests und sind dabei, die Seele der Zwietracht nachzujagen. Und ja. Sind gerade bei Miko. Genau. Schön, dich kennenzulernen. Auf Erkundungstour. Ah ja, du bist zurück. Hast du die Seele der Finsternis gefunden, wie Mina gesagt hat? Ja, schon längst, Alter. Oh nein. Also war sie doch nicht im Lager. Mina wird enttäuscht sein, wenn sie das hört. Ich werde es Mina sagen gehen. Hä, das war die Seele der Zwietracht, du Vollidiot. Du hast die Aureole zerstört. Danke vielmals. Du hast echt was gut bei mir. Kann ich helfen? Das war die Seele der Psi-Tracht. Zwietracht, nicht Psi-Tracht. Es gibt gleich eine Psi-Tracht-Prügel, Alter. Sind diese Kristalle links? Muss wieder raus, da wo wir gerade drin waren. Das war quasi nicht so eine Schlucht. Achso. Ich glaube, ich weiß schon wo. Immer die mit der Seele der Finsternis. Die wissen gar nicht, was sie sagen. Zu viel Zeug zum Analysieren hier. Identifikation abgeschlossen. Identifikation abgeschlossen. Das wäre fast neue Gürtel gewesen. Aber nur fast. Zurück. Lieber Gegner wegpullen. Hab ich gerade auch gemacht. Bevor sonst noch ein fetter Eremit noch darauf kommt. Weil dann hätte es wirklich erstmal ein bisschen gedauert, bis wir wieder wegkommen. Die Stürme sind weg. Hast du gerade auch einen Minenkristall gekriegt? Ich habe mir gerade einen aufgenommen, ja. Also jetzt ist er auf. Fuck, was macht denn der hier? So, die Kundschafter sind auch erledigt. Die Speer auch. Leiser geworden. Okay. Ich hab nichts verändert. Oder wir sprechen einfach nur leise. So, noch zwei Kristalle. Korrektur. Okay, ich hab's. Hier ist einer. Hey, cool, die sehen so ein bisschen aus wie diese Lego-Kristalle. Diese Energiekristalle von Lego. Oh, geil, das. Runter? Ist ja cool. Ich gebe nicht auf. Miko hat wieder einen. Was führt dich hier? Erzählt schon. Der Hauptquest. Schön, dich kennenzulernen. Tja, was soll ich sagen? Also unterwegs war es, die zweite Aureole zu zerstören, erhielt ich eine dringende Nachricht. Königin Saphira ist entführt worden.
Ich muss meine Sachen packen und mich auf den Weg machen. Wir sehen uns dann dort. Ach, und was ich noch sagen wollte. Während du im Orga-Lage warst, um die Aureole zu zerstören, hat ein Mann nach dir gefragt. Wer war diese Person? Naja, er hat mir nicht gesagt, wer er ist. Aber er schien ein ziemlich harter Bursche zu sein. Er sagt, er würde im Düsterbachlager auf dich warten. Geh einfach mal dorthin. Scheinbar, ich kann mir gut vorstellen, es war vielleicht der Typ, der uns gerettet hat. Ja. Der doch diesen Boss gewonnen hat. Der ja wirklich ein Boss war, der hätte uns nämlich den Arsch aufgerissen. Azurienwald. Und schon war der Schnee weg. Und wir dürfen wieder gierige Mero umgehen. Und die Edelsteine rausholen. Cool, der kam zu uns. Schnell, bringt mich um. Ich habe den Edelstein bei mir. Spart die Zeit. Ich wollte tatsächlich jetzt zu Theodor gehen und ihm die Edelsteine geben. Aber das wäre ja zu viel verlangt. Wir waren hier schon mal übrigens, ne? Kannst du dich noch erinnern? Nee. Doch. Wir waren hier zwar noch nie, aber wir waren hier schon mal. Ja. Das Gebiet haben sie recycelt. Das war relativ vom Anfang. Wir sind übrigens jetzt im Gebiet links von Eldorian. Also ein relativ einfacher Durchgang jetzt. So, Miko, hab ich gesprochen, das ist die nächste Ork, das bist du. Schön, euch kennenzulernen. Wunder. Töte Quell. Regan. Hallo. Das ist da bist du ja. Ich habe dich erwartet. Mina hält dich ganz schön auf Trab. Seele Zwietracht. Ich habe gesucht. Aus gleich mehreren Gründen, wie du weißt, befindet sich die Seele Zwietracht irgendwo in Eulirien. Elurien. Eulirien. Und noch überraschender ist, dass die Quarzkristalliden mit Hilfe der Seele der Zwietracht die Welt zu Eis verwandeln. Wir müssen den Quarzkristalliden ein Ende setzen, um Elurien zu retten und die Seele der Zwietracht wiederzuerlangen. Bitte suche nach der Seele der Zwietracht, falls du sie bisher nicht gefunden hast. Sie muss irgendwo im Norden Elurien sein. Finde die Seele der Finsternis im Kristallpalast. Auf einmal doch wieder Finsternis? Ich sag, die denken nicht nach. Also irgendwie. Jemand benutzt die Seele der Zwietracht für seine Zwecke. Wir müssen sie finden. Ja, jemand benutzt die Seele der Zwietracht für seine Zwecke und verwirrt mich. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Seelen wir suchen müssen. So ungefähr, ja. Ja, ich könnte mal tatsächlich mal wieder den Händler ansprechen, weil mein Inventar ist irgendwie Dauerproblem. So, wo sind wir eigentlich? Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Bam, 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 bam. Bam, bam. Das Camp kommt mir auch sehr bekannt vor. Weiß nicht, das Sumpfgebiet aus dem Anfang? Ja, haben wir nicht irgendwie beim letzten Mal hier so irgendwelche Krokodile gekillt und mit so einem Wasserlöchern die gesprudelt haben oder so? Ja, kommt mir sehr stark bekannt vor. Da hatte ich aber noch nie diesen Hund, soweit ich weiß. Ja, das stimmt. So, der ist kaputt. Machen wir jetzt mal kaputt. Und einen Heiltrank kann man mitnehmen. Ich möchte nicht diese Abwehrnymphen haben, sondern diese Schutznymphen, die muss ich umbringen. Azurienwald, wo ist denn das jetzt?
Eine Schutznymphe noch. Wo sind die Viecher? Direkt vor meiner Nase. Ja. Hier kam nur eine zu viel. Die Abwehrnymphe kommt auch gleich hinterher. Ne, da nicht. So, schnell aufsetzen, damit die uns nicht kriegt. Ohne Bericht erstatten. Finde die Seele der Zwietracht. Das ist tatsächlich jetzt eine Quest. Das ist natürlich auch sehr cool. Aber das ist echt schlecht gemacht. Also wenn die jetzt, wenn die da unten sagen, findet die Seele der Zwietracht. Die Seele der Finsternis. Obwohl es jetzt die Zwietracht ist. Nee, da haben die Übersetzer und die... Im Allgemeinen die Leute da keine gute Arbeit geleistet. Jetzt dürfen wir die Viecher hier vorne kaputt hauen. Das machen wir doch einfach mal alle zusammen hier. So, brauchen wir sowieso die zwei. Ich hole mir mal die zweite hinterher. So. Ist eigentlich ganz gut, wenn man mit zwei hat, dann kann man nämlich auch mit AE die beiden gleichzeitig verletzen. Ich habe keine AE, das ist ein Problem. Ich habe AE, aber die hätte jetzt eh nichts mehr genützt. Das ist keine Meros, das sind Murlocs aus Warcraft. So, und so. Unterberichterstattung. Mal wieder. Was wir jetzt umbringen wollen. Ich glaube, diese anderen. Schön, euch kennenzulernen. Ich denke, du bist jetzt bereit. Nimm die. Töte Glim. Glim, 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 Glim. Wir sind aber da hinten auf der anderen Seite. Oh Gott. Du musst ja aufpassen, wie du hier durch... Meine Fresse, die haben aber einen schlimmen Weg. Ja. Das war's aber nicht. Das sind vier von diesen Nymphen. Vier Nympharten. So, und mit Valeria sprechen. Auf jeden Fall mit keinem Juwelenschmied aushilfen, der irgendwie alles tot sehen will. Ja, die Bestien, die könnten sich ja übermäßig vergrößern auf einmal. Könnten sie eine Gefahr für alle anderen werden. Für alle anderen Bestien. Wie bitte? Für alle anderen Bestien. Ja, offenbar. Aber so ganz plötzlich. Rette, 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 rette. Noch mehr. Watsch, Klücks. Ich muss dich um einen weiteren wichtigen Gefallen bitten. In Merov-Lager findest du Watsch, Klücks. Er ist der Anführer der Merov. Bitte töte ihn und bring mir Watsch, Klücks, Klopf. Das ist, wenn du das dreimal hintereinander sagst, bist du Sieger des Abends. Watschglücksklopf-Kopf. Watschglückskopf. Das ist ein Zungenbrecher. Gut, die Herrscher müssen wir jetzt noch erledigen. Da ist ein Herrscher. Und ein Watschglücks. Das ist echt ein geiler Name eigentlich.
kann's ja mal retten. Ich kümmere mich um den Quatschkrux, der übrigens jetzt gerade gefallen ist. Hast du die auch gerettet? Ja. Ja. Das Quatschkrux ist bei dir auch tot? Ja. Muss ich noch den Kopf nehmen. So, und schnell weg hier, bevor er respawnt. Noch mehr Herrscher erledigen. Schön, dich kennenzulernen. Nee, das ist schlecht. Das ist aber trotzdem Level Up. Sprich mit Winston. So, 20 Milliarden Runen gerade gekriegt. Item wurde zerstört. Item wurde zerstört. Nein, ich bin nicht drüber gesprungen. Hey, Winston ist direkt hier hinter dem Hauptausgang. Noch mehr Nymphen erledigen und einen Tropfen und zwei Tropfen der Elementare. Seele der 14 ist aber ziemlich weit weg. Zwietracht, Entschuldigung. Hast du die Quest schon? Ja. Okay. Das heißt, du hast jetzt 1 von 2, ne? Gerade? Ja, 0. 0 über 1. Jetzt habe ich 1 von 2. Okay, gut, dann hat es gerade nicht gezählt. Die ist nämlich gerade an Blutung oder sowas gestorben, was mein Charakter aufgelegt hatte. Da war ich auch 1 von 2. Fertig. So, 1-1. 0-2-1-1. 1-1-2. Wäre der wahrscheinlich. 1-2. War wahrscheinlich auch hier. Ja, hatte ich ja recht. Hat sich gerade bestätigt, als ich meinen Satz noch nicht fertig gesprochen hatte. Jo, das ist genau beides, was ich brauche. Ich brauche noch einmal die. Ich brauche gar nichts. So, fertig. Xavier. Kann ich helfen? Der hat eine Hauptquest. Bist du? Ja, hahaha. Dann habe ich hier den richtigen gefunden. Hey, ich bin ein Händler, der die Welt durchstreift. Hier, nimm diesen Brief. Irgend so ein Chrisok hat mir geschrieben und mich gebeten. Entschuldigung. Und hat mich gebeten, ihn dir zu geben. Ich weiß nicht, was drin steht, aber es scheint dringend zu sein. Bitte lies den Brief und suche dann Helok in Kristallpalast auf. Wir lesen ja schon viele Quests nicht. Aber dass es in Hauptquest ausgerechnet einen Tippfehler gibt. Das ist peinlich. Ich habe hier mehr Tippfehler gefunden als bei ESO. Bei ESO habe ich auch mal einen Fehler gefunden. Hey, Mina ist wieder da. So, was haben wir hier? Ja, darfst du Helok sprechen. Dann noch verkaufen. So. Hast du eine lange Reise vor dir? Die Zeit ist reif. Ey. Ey, ich bin auch nicht da. So, kann losgehen. Willkommen, ich habe dich erwartet. Aufgeflogen. Du weißt ja, dass die Königin entführt wurde, oder? Wir hatten eine Befreiungsaktion geplant. Seit einiger Zeit gibt es keinen Kontakt zu Mikro mehr. Ich frage mich, ob die Aktion gescheitert ist. Ich bin
muss Mina finden, aber ich kann hier nicht weg. Die steht doch direkt neben dir. Was? Ich muss Mina finden, aber ich kann nicht weg. Er muss sich irgendwo in der Nähe des Heilpalastes befinden. Weg mit. Ja, die befindet sich sogar ziemlich. Miko befindet sich nicht einfach. Miko zu finden wird nicht einfach sein. Es sind viele Quarzkristalline unterwegs. Der Stift stand doch hier auch. Ausschau hältst, töte bitte Erinit-Aufspießer und Erinit-Kämpfer, die ihren Kristallpalast besetzt haben. Das wird deine Suche sehr viel einfacher machen. Ja. Ja. Er kann ihn noch nicht finden. Der muss Augen nicht in eine Sache. Muss ja irgendwo sein. Die Energie, wir kommen näher. Wenn wir uns noch mehr anstrengen, finden wir sie. Oh, du hast es geschafft. Ich habe dich bereits erwartet. Ja. Nehme ich jetzt das einfach. Ist eh scheiße. Bitte Hellok nach Mina zu sehen. Mach dir keine Sorgen um meine Sicherheit. Bisher ist doch auch nichts passiert, oder? Schön, dich zu sehen. Du schimpfst mit Mina, weil es sehr gefährlich ist, ganz allein umherzuziehen. Na gut, aber die Energie der Seele der Finsternis ist nahe. Und auch kann die dritte Aureole spüren. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als Hellok im Kristallpalast auf Mina Acht geben zu lassen. Bitte, Hellok? Was war dieser Hellok eigentlich? Da habe ich irgendwie überhaupt nicht mit aufgepasst. Das ist einer dieser Chrysaliden, glaube ich. Einer der was? Einer von diesen Chrysaliden, aber eine andere Art, anscheinend. Du bittest Hellok, sich um Mina zu kümmern. Keine Sorge, ich werde gut auf Mina aufpassen. Das ist das Mindeste, was ich für alle deine Hilfe tun kann. Mach dir keine Sorgen, mach dir lieber auf den Weg. Gib Mina einen Rat. Ich kann sie spüren, die Seele der Finsternis. Nun denn, ich verhalte mich ruhig. Aber behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Ich werde die Seele der Zwietracht mit meiner Macht zurückholen. Ach, jetzt doch für wieder die Zwietracht. Könnt ihr sich mal endlich entscheiden? Jetzt müssen wir nach Miko suchen. Und wieder zurückkehren. Hätte ja gleich stehen bleiben können. Ja. Ja, sprich du mit ihm. Weg mit ihm. Es ist beunruhigend, wie viele Quarzkristalline sich im Kristallpalast herumtreiben. Jetzt ja nicht mehr. Und wir haben ihm Bescheid gesagt, wo Mina wirklich steht. Rechts von dir! Oder links. Das ist so ein bisschen Slapstick-Humor, kann man fast sagen. So wie im Film, wenn du mir sagst, wo Mina ist. Ja, sie steht genau da. So nach dem Motto. Oh, da ist Miko da. Ne, es ist Chrysoks Leiche. Naja. Das aber, kommt aber fast drauf hin. Irgend so ein Chrysok hat auch den eingeschrieben. Am Boden liegt der Leichnam eines Kristalliden. Ein toter Kristallid, aber nicht Miko. Ich sollte zu Helgo. Ja, bla bla bla. Helgo Bericht erstatten. Wenn ich das könnte, würde ich jetzt die einspielen. Einfach nur, um vorzuspulen. Oh, hier ist ein Rückreisebeamter, den können wir mal kurz anspringen. Rückreisepunkt gespeichert. Was Bestimmtes? Ach, Miko ist schon weiter weg als ich als gedacht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir sollten besser mal nach Miko suchen. Hey, wir müssen den ganzen Kristallpalast auf den Kopf stellen und nach Spuren suchen. Vielleicht wissen die Nachbarn ja was. Frag sie mal bitte. Bitte hilf uns. Die Nachbarn, ja, fragen wir die Nachbarn. Die beschissenen Nachbarn. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Binson. Binson ist der Nachbar. Schön, euch kennenzulernen. Bestrafung. Kannst du mir bitte etwas dazu sagen? Miko? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe gesehen, wie sich Kristalliden in Palastkorridor zusammengerottet haben. Vielleicht kannst du ihn dort irgendwo finden. Also irgendwo hier drin. Wenn ein Verkloppen kommt, er irgendwie raus oder was? Irgendeiner hat ihn gefressen. Aber die können wir beide mal angreifen.
viele Folgen machen wir eigentlich noch? Keine Ahnung. So, ich hab ihn gepult. Von dem müssen wir eh zwei kaputt schlagen. Mit dem können wir nämlich direkt eine Pause machen. So, das ist der letzte. Und den Krieger jetzt nicht mitten im Bauchen. Ja, den habe ich auch gesehen, an der geschlagen. Suche Mikro. Er ist 200 Schritte entfernt. So, bin so ein Bericht erstatten. Das machen wir mal in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.